Seit kurzem auch Dreams Roller und das sind reine Elektroroller und da gibt es quasi einen Amalfi, Amalfi S und den Moon X, den wir da sehen. Also hier haben wir das Modell Moon X, das ist der stärkste mit 5 kW, über 100 km Reichweite und geht bis zu 90 Stundenkilometer. Ist auch der teuerste, kostet inklusive Überführung 4.854 Euro. Was hier super bei diesen ganzen Dreams Rollern ist, wir haben hier eine Alarmanlage, die kann ich aktivieren oder auch nicht. Und ich kann natürlich, wie bei jedem Roller, die Lenkradsperre reinmachen. Was sehr schön ist, ist bei den ganzen Rollern, man kann die Batterie rausnehmen oder hier über diese Steckdose laden, den Akku. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeiner Wohnung lebe, in München etc. und habe keine Garage, dann kann man hier aufmachen und hier ist der Akku drinnen mit einem Henkel. Den kann man rausziehen, abstecken, rausziehen und in der Wohnung laden. Sehr durchdacht und sehr schön umgesetzt. Zusätzlich gibt es hier noch einen Koffer hinten drauf, kann man einen Helm reinmachen oder sonstige Utensilien. Gehen wir zum nächsten Modell. Hier sieht man die ganzen Amalfi bzw. Amalfi S Modelle. Die sehen gleich aus. Einer ist ein 50er und einer ist ein 80er. Wir haben ja eine Preisspanne beim 50er von 3.475 bis 4.544 der 80er Roller. Ähnlich wie bei dem Moon X. Sind die auch wieder sehr schön aufgebaut. Man hat hier auch wieder den Anschluss für die Steckdose. Genau, da muss man den Akku gar nicht rausnehmen. Oder man kann hier mit dem Schlüssel auch den Sattel hoch machen. Und hier ist jetzt die Besonderheit beim 50er. Es gibt zwei Akkus. Standardmäßig wird einer ausgeliefert. Und wenn man jetzt zwei Akkus haben will, kann man sich zwei kaufen. Dann hat der eine Reichweite von 90 km. Auch sehr cool überlegt hier, die nimmt man raus, kann man in die Wohnung hoch und laden. Also wenn man keine Garage hat, überhaupt kein Problem. Wenn ein Akku leer ist, kann man umstecken zum anderen. Schauen wir ein bisschen näher, Flo. Hier hat man auch noch eine ganz schöne Anzeige. Man sieht, ob der Akku leer ist oder voll ist. Unabhängig davon hat man auch im Display eine Anzeige, wie der Akkuzustand gerade ist. Hier bei den Modellen hat man hier noch eine kleine Klappe und hier hat man zum Beispiel noch einen USB-Anschluss. Kann man das Handy reinlegen und unterwegs das Handy laden. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Wir machen dann eine kleine Probefahrt. Wart's vielleicht nur 2-3 Wochen, dann wird es wieder besser und dann kommt es vorbei, machen wir eine Probefahrt. Ich freue mich auf euch. Bis bald im Auto aus Griesbeck.